Moin! Was riecht hier so? Das riecht aber komisch. Wo kommt das her? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, woher manche Gerüche kommen oder wisst ihr bereits, was den Geruch verursacht hat? Heute geht es darum, Geruchsquellen zu entdecken und den Geruch zu bekämpfen. Also viel Spaß! Habt ihr einen komischen Geruch wahrgenommen und wisst nicht genau, woher der Geruch kommt? Das ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden. Habt ihr zum Beispiel im Herbst erst wieder die Heizung angemacht, kann es sein, dass der Staub darauf einen komischen Geruch abgibt. Das sind Gerüche, die nur kurzzeitig auftauchen und oft schnell wieder verschwinden. Sollte der Geruch länger bleiben, solltet ihr allerdings handeln. Manchmal ist es so, dass euch Besucher auf einen Geruch aufmerksam machen. Auch da solltet ihr handeln. Unsere Nase gewöhnt sich halt manchmal einfach an einen Geruch und so bemerken wir diesen nach einiger Zeit selber gar nicht mehr. Die beste Art, Gerüche auf den Grund zu gehen, ist sich zu fragen, was hat sich in letzter Zeit geändert? Habe ich eine andere Pflanze oder Möbel aufgestellt? Habe ich anderes Waschpulver benutzt oder nimmt das Haustier derzeit andere Nahrung zu sich? Oder fühlt sich das Haustier irgendwie unwohl? Oder ist es einfach ein Geruch, den man schon kennt und der einen einfach stört? Es gibt unterschiedliche Ursachen für Geruch, sowohl mikrobiologische als auch chemische. Bei chemischen Ursachen bemerkt ihr einen beißenden, dumpfen Geruch, der meist aus synthetischen Baustoffen oder Kunststoffen entsteht. Aber auch Kleber oder Holzschutzmittel können ursächlich sein. Ist der Geruch biologischen Ursprungs, dann ist dieser eher modrig, holzig oder irgendwie muffig. Hier sind meist Schimmel, Bakterien, Haustiere oder defekte oder verstopfte Abflussrohre die Verursacher. Manchmal kommt es vor, dass ihr Gerüche gar nicht selber bekämpfen könnt. Da muss dann genau untersucht werden, woher der Geruch kommt. Wohnt ihr zur Miete, solltet ihr euren Vermieter informieren. Er sollte sich dann um das Problem kümmern. Was könnt ihr tun, wenn ihr herausgefunden habt, woher der Geruch kommt? Als erstes solltet ihr natürlich eine chemische Ursache ausschließen. Hier ist ja wie erwähnt ein Baustoff schuld, wo es zu klären gilt, ist da Schimmel schuld, der nicht nur komisch riecht, sondern auch der Gesundheit gefährlich werden kann? Dann sollte dieses natürlich an der Wurzel bekämpft werden. Bei biologischen Ursachen gibt es viele Mittel, die ihr anwenden könnt. Die einen mehr, die anderen weniger hilfreich, aber oft sind es Mittel, die den Geruch nur überdecken. Das ist dann weniger hygienisch und noch weniger umweltfreundlich. Wir haben gleich drei Mittel zur Geruchsbekämpfung in unserem Shop und wollen euch heute den kleinen oder großen Unterschied erklären. Zum ersten haben wir das Geruchsentfernerspray. Das ist geeignet, wenn ihr Gerüche bemerkt, die nicht alltäglich sind. So zum Beispiel kann der neue Teppich oder neue Kleidung einfach noch Gerüche von der Produktion enthalten. Hier solltet ihr dieses Spray einsetzen. Es überdeckt den Geruch nicht einfach, der Geruch wird auf natürliche Weise einfach aufgelöst. Dieses Spray ist ein 100% natürlicher Absorber auf pflanzlicher Basis und kommt ganz ohne Chemie oder giftigen Stoffen aus. Dann gibt es das Brecheisen unter den Geruchsmitteln, der Geruchsvernichter. Dieses 600 ml fassende Helferlein könnt ihr echt gut ins Badezimmer stellen. Der Zitrone-Eukalyptus-Geruch vernichtet den unangenehmen Geruch in Sekundenschnelle und wirkt auch nach erfolgreicher Ursachenbehebung bei Gerüchen chemischer Herkunft. Und zu guter Letzt haben wir den Geruchs- und Fleckenentferner. Gerade bei einem Malheur von einem Haustier ist dies die beste Waffe, um die Hinterlassenschaften wieder vollständig zu beseitigen. Flecken von Urin, Kot, Schweiß oder Erbrochenem können ganz ohne gefährliche Zusätze entfernt werden und der Geruch kann dadurch aufgelöst werden. Gerade bei chronisch erkrankten Haustieren gibt es den Geruchs- und Fleckenentferner auch als Konzentrat zum selber anmischen. All diese Produkte und viele mehr findet ihr bei uns im Futura Shop. Wir hoffen, dass wir euch hier und da etwas weiterhelfen konnten und stellen euch die drei Produkte bald genauer vor. Daher abonniert unseren Kanal oder lasst ein Like da. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion oder nutzt unser Formular im Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.